Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Ross Anthony gibt es als nächstes, aber heute geht es los mit der Deluxe Box von Crow. Das Album heißt True, also T-R-U. Und es sieht schon ziemlich geil aus von außen, oder? Man sieht hier so eine Maske aus Plastik. Und ich war richtig überrascht, als die von uns geliefert wurde, weil ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm, die Box, dass die jetzt rauskommt, weil ich bin kein Hörer von Crow und so. Der bumst mich einen Scheiß, sag ich jetzt mal, vor allem in musikalischer Hinsicht. Aber haben sich natürlich viele von euch gewünscht, dass ich die vorstelle. Jetzt verstehe ich auch, warum. Und ich pack das so aus, denke mir erstmal, was ist denn das? Dann lege ich hier so Crow. Hallo? Das ist die Deluxe-Box. Ja, schon geil. So, auf den ersten Blick. 44,99 € hat sie gekostet. Hier ist der Aufkleber draußen. Limited Box, Parental Advisory, Explicit Content. Hä, was bei Crow? Egal. Limitierte Deluxe-Box inklusive Doppel-CD mit 3 Bonus-Tracks, 3 Songs und der externen Version. Wie auch immer. Link zu der Box, zu diesem Messer und dem MP3-Download des Albums. Oh, scheiße, jetzt habe ich in die Box reingeschnitten. Sind in der Videobeschreibung zu finden. Fuck. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier eigentlich zerschnitten habe. Ach, hier ist noch so eine Hülle. Oh, nee, scheiße. Ich kack mir ein. Jetzt habe ich hier reingeschnitten. Nee, warte mal, das muss man ja... Nee, das muss man nie, oder? Hä? Okay. Was ist denn das für eine Verpackung? Achso. Aha. Okay. Was zum Teufel? Na gut, okay. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Oh, Alter. Dass ich so unten reingeschnitten habe, das sieht man eh nie, aber... Oh. Alter, ist okay. Oh, ich hab's geschafft. Das ist eine Verpackung. Also, das sieht schon ganz geil aus, aber ist ein bisschen kompliziert gemacht. So, also es ist wirklich eine außergewöhnliche Deluxe-Box. So habe ich das wirklich noch nicht gesehen, nicht mal ansatzweise. Okay, beschreiben wir das Ganze erstmal nichts. Das ist jetzt so eine Art Papprahmen. True. Ich spreche jetzt aus wie das englische Wort für war. Okay. Kann man das hier abmachen? Nee. Was zum Fick? Also... Das habt ihr schon gesehen hier von außen. Da ist halt diese Maske hier drin. Alter. Ich glaube, das ist alles in der Maske drin. Also, oh Junge. So, ich will das hier nicht kaputt machen, deswegen... Ah. Okay. Was zum Teufel? Der Bim... Nee, das ist jetzt die Wahrheit, oder? Hä, was ist denn das? Da ist ja gar keine Halterung dran. Okay, Moment. Was ist das? Was ist denn das, bitte? Ist das denn Ihr Ernst? Was zum Fick? Ohne Witz, Alter, hier sind einfach die CDs an der Rückwand dieser Box befestigt. Was ist denn das für eine verdammte Drecksscheiße? Also, hä? Hier ist noch irgendwas. Okay, das kann man hier auch. Alter, ich komme gerade nicht drauf klar. Was soll denn das? Das ist doch total dumm. Okay, das muss man. Hä? Alter, ich raste gleich völlig aus hier. Hier ist noch irgendwas Oranges drin. Also, na, wie kriege ich das hier raus? Okay, muss man natürlich dran zerren. Wie verrückt, okay. Es ist wirklich so designt. Hä, das war's schon an Inhalten. Wollen die mich vollkommen ficken, ey? Nee. Scheiß auf die Monetarisierung, Alter. Was soll denn das? Ich war übelst geflasht. Erst von außen sieht das übelst krass aus. Und das ist denn das für eine verdammte Kacke? Also, nee, okay, das muss so. Ich bleibe jetzt mal ruhig bleiben. Also, das ist das Booklet. Okay, das sieht ziemlich geil aus. Die Aufmachung hier. Das gefällt mir schon mal. Aber... Also mich fuckt das mit den CDs am meisten ab. Okay, das ist natürlich ein sehr eigener Stil. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also das ist ein Booklet. Was soll das?
Was ist denn das für eine Kacke? Ich komme nicht klar. Was ist das hier? Nein. 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 Das meinen die jetzt nicht ernst. Das meinen die jetzt wirklich nicht ernst. Das sind Papierhüllen für die CDs. Das sind Papierhüllen für die CDs. Alter, ich krieg hier eine Meise. Das ist. Nee, ich kack mir ein. Also, das ist jetzt wirklich ernst so gemeint, dass man die CDs einfach hier abmachen soll. Und dann kommt die hier rein. Und dann hat man 45 Euro. Ernsthaft, Alter, nein, das ist krass. Das ist richtig. Alter, das ist richtig krank. Alter. Nee. Das ist Müll hier, also das kannst du wegschmeißen. Das kann man natürlich irgendwie sich in den Schrank stellen und sich einen drauf fixen, aber das ist trotzdem Pappmüll. Und jetzt hat man hier dieses Booklet, okay? Und diese zwei Papierhüllen mit 10 CDs drin. Total lieblos, total wertlos. Also ja, es ist die Musik drauf, aber da kann ich mir das downloaden, das Album. Und man hat nur diese Plastik. Das ist, ich weiß nicht, ich filme mal kurz auf mein Gesicht, ich komme darauf nicht ganz klar. Warte mal. Also, ich, ganz ruhig. Okay, das bin jetzt ich hier. Das ist diese Maske. Okay. Ja, und jetzt? Also, das ist ja keine Maske in dem Sinne, weil da kann man ja nicht durchschauen. Also, durch die. Ach so muss man das aufsetzen. Was ist denn das? Stimmt, also. Normale Menschen setzen ihre Maske ja so auf, aber Crow setzt natürlich seine Maske so auf. Okay, damit man den Mund sieht und alles. Okay, das ist jetzt. Na gut, das macht schon mehr Sinn. Das sind noch die Ohren so oben, aber die hält halt nicht. Da muss man sich entweder die ganze Zeit so das an den Kopf pressen oder. Weiß ich nicht, man, es ist dazu da, um sich einfach nur ins Regal zu stellen. Ich verstehe das nicht, was das soll. Oder man kann daraus Müsli essen oder so, dann läuft ja alles raus. Alter, nee, ich bin richtig überfordert mit der Box. Das letzte Mal, dass ich mich so gefühlt habe, war bei der Shindy-Box mit dem Rucksack. Aber das hier, das ist ja ein ganz neues Level der Sinnlosigkeit. Alter, ihr müsst nochmal drüber nachdenken. Das Ding ist hier einfach nur ein Stück Plastik. Das wurde ausgestanzt irgendwo aus Kunststoff. Das kostet in der Herstellung vielleicht 1,50 Euro so ungefähr. Ich sei mal gnädig, vielleicht kostet sogar 2 Euro oder 3 Euro. Und dann sind wirklich hier CDs in Pappe, nicht mal Pappe, das sind Papierhüllen. Und das lose Booklet hier, da bezahlt ihr 45 Euro. Das ist krank. Das toppt den Rucksack von Shindy, Alter. Ich suche jetzt in dieser scheiß Pappe hier noch, ob da noch was drin ist. Ob da noch ein 20-Euro-Schein drin ist oder so. Das würde hier alles retten. Nein, hier ist nichts drin. Das ist doch krank. Das ist doch absolut krank. Nee. Alter. Nee, das. Das ist total abgefuckt. Es ist. Nee. Also ich gehe jetzt mal an meinen PC und guck nochmal auf Amazon. Vielleicht ist hier irgendwas falsch gelaufen. Ich kann das gerade nicht. Okay, hier ist das Ding. Ich habe das gerade nochmal geöffnet und mir angeguckt. Aber jetzt mal ganz entspannt. Okay, hier ist die Maske. Na, ich weiß nicht, wie das nennen soll, Maske oder so. Okay, Alter, da steht ja wirklich, das ist ja wirklich so angepreist. Was zum. Ich habe 44,99 bezahlt. Jetzt kosten diese Dinger 98 Euro, Alter. Am Release-Tag schon ausverkauft. Ich will gar nicht wissen, wie viel der verkauft hat. Ich gucke jetzt mal in die Bewertung, Alter, das fuckt mich gerade richtig ab. Okay, 20 Tracks sind drauf. Wenn man diese Musik mag, dann ist das natürlich geil, aber. Hier, Box ist der größte Witz. So unzufrieden war ich noch nie mit einer Amazon-Box eines Künstlers. Man zahlt hier 45 Euro für 3 Bonus-Songs und eine Maske. Das ist keine Maske, das ist einfach nur ein Stück Plastik. Und eine Verpackung aus Papier, nicht mal eine CD-Hülle ist dabei. Ja, die Rezension ist hilfreich. Künstlerische Perfektion, Alter. Schlecht. Keine Wiss, nicht mehr, ja, schade, zu chillig. Okay, das ist jetzt Bewertung für die Musik. Aber diese, die erste Rezension hier ist absolut korrekt, also. Nee, geht gar nicht. Das ist, der verkauft das wirklich so. Und dann aber 45 Euro. Ich kack mir ein. Ich kack mir in die Hosen. Das ist, ich weiß nicht. Das ist der größte Abfuck, den ich erleben musste seit
Seit der Bushido, Bushido, du machst gute Boxen. Seit der Shindy-Box, das ist krank, das ist. Oh Mann, ich versuche gerade das doch zusammenzufassen oder nochmal was hier zu retten, aber ich erzähle es euch einfach nochmal. Ich meine, das Video ist schon über 10 Minuten, aber ich erzähle es euch trotzdem nochmal, weil es mir scheißegal ist. Ich will das nochmal zusammenfassen und ich will, dass Crow dieses Video seht, Alter, kommentiert das Video, like das, teilt das, damit das in die Trends kommt, damit das in den Arsch von Crow kommt, das Video, und damit er das sieht. Und damit endlich mal hier die Fans aufwachen. Lasst euch nicht abzocken, Alter. Und so eine Scheiße hier, was ist denn das? Was soll das? 45 Euro für diesen Stapel Papier. Das kostet in der Herstellung vielleicht 50 Cent. Gerade bei solchen großen Abnahmezahlen hier. Diese Verpackung kostet zwischen 1 Euro, sagen wir mal. Die von Mindestlöhnern hier brutal gefaltet wurde irgendwo in Asien. Und das Ding kostet zwischen 1 und 3 Euro. So ungefähr. Und da ist der Gesamtwert bei weniger als 5 Euro. Das ist. Wenn ihr Argumente habt, könnt ihr mir das gerne widerlegen, was ich in diesem Video gesagt habe. Aber ich glaube, diese Argumente müsste man erstmal irgendwo hinterm Mond herholen. Das ist. Ich bin völlig fertig. Alter. Krank. Alter, verpisst euch einfach. Ich liebe euch alle. Sorry. Bis bald.